Und ich sage es an dieser Stelle immer wieder, meine Damen und Herren, Sie wissen es, ich bin der große Befürworter der Aktion Urlaub in Deutschland. Du weißt das. Gut, ich war jetzt im Urlaub in Portugal, ja, aber die anderen Urlaube des Jahres verbringe ich in Deutschland. Nordseeinseln, Jüst, Borkum, Spiekeroog, Wangeroog, Sylt. Ich komme kaum noch runter von diesen Inseln. Schwarzwald, Harz, wo man überall wandern kann. Mit einem Lied auf den Lippen bin ich dort anzutreffen. Und ich habe jetzt einen Bericht gelesen, und zwar, die Tourismusindustrie sagt im Grunde, es ist wichtig, als Urlaubsort ein Markenzeichen zu haben, wie zum Beispiel der Eiffelturm in Paris, ja. Es ist schlecht, zu vieles zu haben. Wellness, Sport, Golf, Event und so weiter, das klingt nach Ramsch, und das macht das Bild nicht klar für die Leute. Und das ist ganz wichtig. Zum Beispiel Landstriche, wo ich gerne Urlaub mache, die es nicht nötig haben, Bayern, ja. Ich kann dir das mal zeigen. Hier zum Beispiel, das ist ein typisches, urwüchsiges, bayerisches Haus. Stilecht. Wie nennt man das da oben rund um die Fenster? Das ist, glaube ich, Lüftelmalerei. Oh, das weiß ich nicht. Ja, das ist das Lüftelmalerei? Ja, es ist Lüftelmalerei. Ja, grüß die, sagen da auch viele Menschen, die aus Berlin dort hingezogen sind. Und das ist so ein Haus, wie man es findet in den oberbayerischen, in der Umgebung der oberbayerischen Seen. Tegernsee, Starnbergersee, Chiemsee. Sehr viele Menschen zum Beispiel wohnen da, die so Trachtendesign tragen. Also Trachtenjanker mit Hirschköpfen, ja, aber vom Designer. Dazu vielleicht eine gelbe Leinenhose, Männer über 65. Und es sind sehr viele Schauspieler und so weiter, die sagen, früher mal Kokain genommen, jetzt wieder Alkohol. Weg mit diesem Teufelszeug. Ich kann die Jugend nur warnen. Ja? Alles, was es in Segeberg nicht mehr aufs Pferd schafft, wohnt dort. In diesen Häusern. Hier leben die. Ja? Und das Tolle ist, das ist, in diesen Orten tragen Frauen auch Körbe, Bastkörbe mit grün Kunststoffausschlag. Da haben sie frisches Gemüse drin und sagen, grüß die, seid's auch wieder mal herund. weil viele natürlich nur am Wochenende da wohnen und sonst irgendwo weiß nicht, Oldenburg oder so arbeiten, aber ein Haus direkt am See haben, 48 Stunden runterfahren mit dem Auto, ein Wochenende dort verbringen und mittags um 4 wieder aufbrechen, um wieder businessmäßig drauf zu sein. Grüß euch, seid's auch wieder mal herund, seid's am Wochenende auch beim Fest draust. Ja, so spricht man da. Nicht die Eingeborenen, die wohnen ja mittlerweile in München, sondern die Zuagrosten. Und das Schöne ist, schau dir dieses Haus an. Ich selber habe mir überlegt, ob ich nicht so ein Haus mal kaufen soll. Echt? Ja, oder bauen oder renovieren. Weil schau, hier oben diese Lüftelmalerei. Hier, man muss ja sagen, dass die Leute, die da noch drin wohnen, die haben ja schon längst keine Originaleinrichtung mehr. Die haben sich modisch eingerichtet. Sie haben noch irgendwie ein verstaubtes Zimmer, wo dann die Touris aus dem Pott oder sowas drin wohnen, weil man sagt, also die wollen dieses Ursprüngliche. Und unten, und das ist ein Zeichen für den Verfall der Kultur in unseren Regionen, was haben wir unten drin? Müller. Drogeriemarkt. Ja? Nichts gegen Drogeriemarkt Müller, ein fantastischer Drogeriemarkt. Genau wie Schlecker. Ja. Oder Kodi. Kodi! Ist doch kein Drogeriemarkt. Nee, Quatsch. DM. KD-Markt. KD-Markt. DM heißt nämlich Drogeriemarkt Müller. Ja. Weißt du? Ach, echt? Ja, das ist selbstverständlich. Echt? So, und dann sagt man, geht man einmal ums Haus rum und da sieht man, es ist ja schön, Sie haben ja die Seite, die von der Straße aus nicht zu sehen ist, richtig gepflastert. Hier hinten, da sehen Sie es richtig. So. Das ist aber unten drin, weil die Leute sonst die Miete nicht mehr bezahlen könnten. Oder Grundstücke ringsum hätten verkaufen müssen. Das ist also so ein Gebiet, wo ich sage, da lohnt sich der Urlaub, da erholt man sich, man trifft viele Leute, die man im Fernsehen lange nicht mehr gesehen hat und es ist urwüchsig. Und das Schöne ist, bei diesen Kneipen, es gibt immer um die Ecke einen Spielplatz. Das ist eigentlich der Spielplatz, wie für mich ideal ist. Schauen Sie, kennen Sie solche Spielplätze? Das sind Spielplätze, die nicht einfach herzloses Metallgestänge oder Plastikspielzeug haben. Nein. Hier wurde zum Beispiel hier um den Brunnen rum, wollen wir ihn? Ah nee, der ist gar nicht hier. Das ist auf dem anderen. Was haben wir denn? Hier, das ist das Haus, was ich meine. Das ist kein Brunnen, das ist das Haus hier. Und dieses Haus, was ist das Schönste für junge Eltern, wenn sie an dieses Haus rankommen? Der Gestank nach alten Windeln? Nein. Wenn keine gebrauchten Spritzen drin liegen. Ja, hier tut sich gerade was. Hier wird aufgepasst. Ja. Eine Kletterstange aus Holz hier. Sehr gut. Sehr schön.
Das ist erfahrungsgemäß so, dass die Kinder ungefähr nach der vierten Sprosse halb durchrutschen. Ja? Und dann ist diese Glaubensfrage natürlich als Eltern. Hilft man oder hilft man nicht? Du wirst nicht helfen. Nein, nicht helfen. Du wirst ein Kind mit blau geschwollenem Kopf da drin hängen lassen. Naja, die sind ja... Du wirst sagen, kletter weiter, du Loser. Dich muss der Staat nicht auch noch durchbringen, du Versager. Oder? Die müssen halt ihre Erfahrungen machen. Wenn die Kinder drin hängen, die Nachbarn gucken ja auch. Was mir auffällt, auf diesem Spielplatz gibt es keine Rutsche. Ja, auf Holzspielplätzen gab es nie eine Rutsche. Das waren nur in den 50er Jahren Spielplätzen, da gab es aber die ganz gefährlichen Rutschen, wo man viel zu schnell unten ankam. Ich kenne auch Holzspielplätze, wo es Metallrutschen gibt. Echt? Ja, ich habe meinen Lieblingssatz gehört auf einem Spielplatz überhaupt. Die Mutter steht unten, eine berufstätige Mutter, eine Frau, die alles unter einen Hut bringt. Verstehst du? Job, Kinder, Studium, alles. Mutter steht unten in so Designerhosen, die so am Knöchel so aufgeschlitzt sind und mit so flachen Schuhen, so Tots ist das, glaube ich. Ja? Schleife im Haar und die Mutter rief hoch auf die Rutsche, chill, mach die Beine zusammen. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich auf Spielplätze gehe. So. Chill, mach die Beine zusammen. Weil Chill saß breitbeinig oben, ja, wie sie es halt zu Hause sieht, und kam nicht aus der Rutschbahn raus. Ja, Mutti! Mutti! Chill, mach die Beine zusammen! Mutti! Und sie hing in so weißen Strumpfhosen mit blauen Lackschuhen vorne dran, mit so einer Samtschleife. Das Kind, weißt du, das Kind kann ja nicht. Hast du es auch schon festgestellt, dass man in eine solche Aggression gegen Kinder reinkommt, die nichts dafür können? Nein. Hast du Aggression gegen Kinder? Du hast nie gesagt, dieser verdammte Scheißpanz, wenn so ein Kind aufsässig wurde auf dem Flughafen oder so und dann aber eine andere Stimme zu dir, das Kind kann nichts dafür, es ist die Mutter? Oder sind die Eltern, das hast du nie erlebt? Ja, manchmal. Warum? Weil du nie auf einem Flughafen warst oder weil du das Gefühl nicht hast? Ich war schon auf dem Flughafen. Aber du kennst dieses Gefühl nicht? Doch. Du willst es nicht zugeben. Gib es doch zu. Das ist ein so schöner Spielplatz. Hier, das ist was ganz Tolles. Das hier, das ist ein Grill. Ja, so eine Grillstelle ist natürlich was ganz was Feines. Und da ist doch der Brunnen, den ich meine. Hier ist er doch. Das ist es doch. Schau mal, in so einem Brunnen, können wir den sehen? So, hier. Da sind eigentlich nie Wanderer drin, ja, sondern es liegen immer so angesiffte bürgerliche Punks drin, die noch zu Hause wohnen, die nachts an der roten Ampel warten, ja, die eine Karte haben für den Geldautomaten, ja, und so und einen Ring hier drin, den die Mutter erlaubt hat, und die liegen da drin in Klamotten und machen irgendwie hey baby in diesem Brunnen. Und hier setzt man sich hin für, was macht man hier? Vespa. Was? Vespa. Das also sagt ja jeden Tag. Vespa. Ja, ja, das ist, was? Vespa. Du sagst Vespa? Ja, du kommst ja von da unten, aber da sagt man doch Vespa, oder? Ja, ja, oder? Ja. Was heißt hier, du kommst von da unten? Ja. Vespa. 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 Vespa, ja. Ja, aus dem süddeutschen Raum kommst du doch. Ja, wieso? Die Frau muss doch wissen, ob du den Roller oder das Essen haben willst. Ja. Ja. Ist richtig, ja. Die Vespa, ja. Herr Antrag nimmt eine Vespa zu sich. Oh, da ist eine Wespe über dem Vespa. Das möchte ich auch nicht mehr sehen, in keinem Sommer mehr. Ich möchte nicht mehr das hier sehen. Ja, bei keinem Kuchen, bei keinem Pflaumenkuchen, nichts. Ja, der Fall, dass eine Wespe in die Fanta reinkriegt, ist 1 zu 6 Milliarden Mal. Ich möchte es nicht. Und hier wird das Vespa eingenommen. Und das Tolle ist, diese Stühle sind natürlich montiert, genau wie der Tisch. Und zwar in einem Abstand, dass man nicht ans Vespa kommt. Kein Mensch. Ich habe natürlich immer ein rot-weiß kariertes Tuch dabei, um das hier abzudecken, ja, und die Eierschalen kommen bei mir zurück in die leeren Plastikbehälter und werden zu Hause sauber getrennt. Haben wir noch die Zeit für das hier? Ja, das ist was ganz Tolles. Wenn Sie also sich durch eine Vespa gestärkt haben, den Mund abgetupft, dann geht es wandern auf den Rotzenbiegel oder auf den Kotzenkofel oder wohin auch immer. Und dort erwartet Sie eine
ein Musterbild an Dienstleistungsbewusstsein als Wirtin in diesem Gasthof. Und das ist das Tolle. Du siehst, das ist ein 50 Jahre Haus mit so einer Betrügertür, wo angeblich die Schwiegermutter wohnt im Keller, weißt du, um den Staat zu betrügen, um Steuern zu sparen. Hier unten, hier hinten sind so die Türen schnell rangenagelt, da geht nie einer rein. Ja? Das ist nur fürs Finanzamt. Hier hinten irgendwie. Man sieht es kaum. So. Da kommt dann einfach der Umweltschutz und sagt, die Bäume müssen weg. Ja. Hier. Diese Tür ist Betrug. Das war der letzte Sturm, das ist die nächste Möglichkeit, die Versicherung zu betrügen. Ja, die hat uns der Sturm noch ausgerissen. Da ist meinem Schwager auf der Dekoder gefallen, wo er hat reintragen will. Das Entscheidende ist aber das hier. Hier draußen wird bedient, geht das Gerücht. Es hängen Schilder dran wie größte Bockwurst am Rhein oder so. Ja? Und man sitzt da drin und es sitzt meistens so eine Familie, die eins ist vollkommen durchgefroren. Und ich habe festgestellt, es gibt verschiedene Art von Regenspaziergängern. Ja? Es gibt die Leute, die sozusagen im Regen spazieren gehen und wissen, dass es ab und zu mal regnet und die perfekt ausgerüstet sind, mit so einer gewissen Lockerheit. Ja? Und dann gibt es diese Frustregenspaziergänger, die so irgendwie aus dem DM-Markt so eine Regenhaube sich noch schnell gekauft haben, das so reingezogen und aber eigentlich im Grunde nur so hasserfüllt in die Schaufenster gucken, weil sie sagen, schon wieder ein Tag im Urlaub, den es uns verregnet hat. Und diese Frustspaziergänger haben immer eine fröstelnde 15-jährige Tochter dabei. Die hasserfüllt 10 Schritte hinter den Eltern geht und so die Hände in den Pulli zieht. So geht die Hass, und so der Hass in diesem Auge. Ja. Und zwar, und die sitzen da drin, hinten in der Ecke, in der hintersten Ecke, wo garantiert keiner kommt. Und das heißt, es sitzen Vater, die Tochter, die 15-Jährige, der 11-jährige Sohn, der, bei dem auch schon die Hormone ein bisschen so verrückt spielen, der ist eigentlich noch von der Mutter angezogen, hat aber schon so ein bisschen so Gelstacheln sich aus dem Kopf rausgezogen. Ja? Ist noch zu Weichei, um schlechte Laune zu haben. Und die Mutter steht noch vorne und guckt auf der Speisekarte, was es kostet. Und dann kommt die Bedienung raus und sagt, wir haben schon Feierabend. Wir haben ja Hauptruhetag. Wir hassen Gäste. Sie können Glück haben, dass wir nicht auf Sie geschossen haben. Ja. Verpisst euch. Leckt uns am Arsch, ihr Gesindel. Und das ist übrigens noch ein Stichwort. Wo hatten wir das so? Wir hatten doch so, ach so, das hier, das ist ganz wichtig. Schauen Sie, bei so Open-Air-Fest und auch bei der Popcorn zum Beispiel hier ist das ganz wichtig, ja, dieses Toilettenhäuschen, das meistens hier steht, wo theoretisch gesehen jemand hingeht, um Wasser zu lassen. Mhm. Hast du schon mal jemanden gesehen, der auf ein Toilettenhäuschen geht? Ich war zuletzt in Venedig auf einem, ja. Ja. Auf einem Toilettenhäuschen in Venedig. Ja, wenn es dann keine anderen Klos gibt, soll ich irgendwie an die Wand schiffen oder? Das meinte ich. Ich habe noch nie einen gesehen, der in so ein. Diese Dinger sind doch immer unglaublich versifft, oder? Ja, ja, aber was willst du denn machen mit? Normalerweise kommt man hier, also in Nürtingen zum Beispiel war es so, man kommt hier hinten vor, macht sich im Idealfall noch die Hose zu, das hängt davon ab, wie viel man schon getrunken hat, ja, und sagt allen, die hier entgegenkommen, und gar Schaubrunze. Aber niemand geht in dieses Toilettenhäuschen rein. Du warst in Venedig in einem Toilettenhaus? Ja, ja. Wo stehen die denn da? Die standen da halt auf der Biennale und man konnte echt... Bist du sicher, dass es keine Installation war? Nein. Das kannst du doch nicht wissen. Pack's da aus. Millionen Schäden. Hier. Das zeige ich noch, weil das wird das Bastlerherz zu Hause höher schlagen lassen. Was ist das hier? Ein Tanzcafé. Jetzt weiß ich, dass viele zu Hause sagen, gibt's doch nicht mehr. Man hat eine Disco und ansonsten gibt's doch nicht mehr. Falsch. Fahren Sie mal zum Beispiel nach Bad Neuenahr Ahrweiler. Hm? Tanzcafé, da fährt man hin. Ich zum Beispiel fahre da zum Seniorentanz am Sonntagnachmittag. Und fahren Sie ruhig mal mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dann da wird ja was getan hier. Das ist nicht ganz realistisch, weil es steht ja irgendwie nicht drin, fuck oder so gesprayt. Mhm. Also, ich hab noch nie ein Häuschen gesehen, was nicht irgendwie verziert ist. Ja? Und jetzt schauen Sie sich das hier an. Hier drin sind Menschen. Auch
das ist in Bad Neuenahr möglich. Auf Wunsch wird auch in Bad Neuenahr das Dach aufgemacht, damit Sie oben von der Burg runter besser sehen können. Und diese Menschen können tanzen. Und ich zeige Ihnen das mal. Ich zeige Ihnen das mal mit Hilfe dieses Trafos. Und weißt du, was mit diesem Trafo, was der absolute Wahnsinn ist? Ich sage das mal, ein Märklin-Trafo. Du hattest ihn früher. Ich hatte ihn. Und nicht nur das. Weihnachten 1965 ist mir Heiligabend hier. Zeige es bitte. Dieser Trafo, das ist jetzt nicht meiner von damals, aber es ist genau derselbe Trafo. Ein Märklin-Trafo. Gibt es noch Konkurrenzfirmen zu Märklin? Arnold, Fleischmann, ja. Aber eigentlich ist Märklin, wir können es nicht sagen, weil juristisch, aber ich darf sagen, ich hatte eine Märklin-Eisenbahn. Echt? Ja. Ich hatte eine Arnold-Eisenbahn. Was ist eigentlich eine Arnold-Eisenbahn? Arnold, Spur N. Das ist ein anderes Thema jetzt. Aber das ist, bei Märklin nervt doch diese Mittelspur. Das ist doch überhaupt nicht realistisch. Da ist doch diese Stromabnehmerspur bei Märklin in der Mitte. Und bei Arnold? Bei Arnold? Bei Arnold? Nix. Du hast eine Eisenbahn ohne Strom? Nein, aber... Unter deiner Märklin-Lok waren Stromabnehmer in der Mitte, ja. Und bei den anderen Loks, bei Fleischmann und Arnold und so weiter, funktioniert, oder Rocco ist auch irgendwie ein Hersteller aus der Ex-DDR, fließt es aus der einen Schiene raus in die andere Schiene rein. Ja. Mir ist so ein Trafo, so ein altmodischer Märklin-Trafo, ja, auf den Finger gefallen. Hier sieht man noch die Narbe, hier, ja, hier. Das hat geblutet, das gibt's überhaupt nicht. Das hat so geblutet, das kann man sich gar nicht vorstellen. Dieser Trafo, und da muss ich wie ein Geschirrtuch rumwickeln, um die Blutung zu stillen. Damals gab es ja keine Medikamente, kein Pflaster, nichts. Und da saß ich mit so einem großen Geschirrtuch rum. Und jetzt schauen Sie, wenn ich hier den Trafo aufdrehe, jetzt fangen die Leute an zu tanzen. Ja, schon süß, oder?